Donnerstagabend, die Dusting-Sprechstunde ist hier und ich freue mich, Oleg Sesh hier zu haben. Wesh, Oleg Sesh, eieiei. Ich habe es vorhin kurz zu dir schon gesagt, die letzte Erinnerung, die ich an dich habe, war vom Opener Frauenfeld und da haben wir es beide, glaube ich, extrem übertrieben. Ja, auf jeden Fall, da wurde ein bisschen zu viel gekippt, ne? Da wurde ein bisschen zu viel gekippt, in der Tat. Aber jetzt sind wir beide unter Arbeitsbedingungen, völlig nüchtern auf Betriebstemperatur. Auf Arbeit geht nicht, ja. Das geht einfach nicht, so einfach ist es. Wobei bei euch Rappern ist es ja schon so, auf Arbeit, bei so Konzerten und so, wie macht man es da? Also sagst du irgendwie, bevor du aufgetreten bist, da trinke ich gar nichts und da gucke ich, dass ich mich da fokussiere, oder? Manchmal kriegt man schon was davon, so 2-3 kurze vielleicht so und so, aber man muss echt auf den Pegel achten. Das ist das, ne? Weil manche können damit umgehen, also manche auch nicht, man muss echt aufpassen so. Und, ist dir das schon mal passiert, dass du irgendwie, dass das, ich kann mich mal an einen Auftritt von Sido und Andreas Burani erinnern, ich glaube es war bei TV Total oder sowas, wo Sido viel zu viel getrunken hat vorher und die haben zusammen da ihr Astronaut oder was es ist gesungen und bei ihm ging gar nichts mehr irgendwie, hat sich danach auch entschuldigt bei allen. Ja, also schon, aber bei mir ist dann so, also keine Ahnung, das ist wie bei uns ein Artisten, weißt du, meine, wenn irgendwas ist, mach ich schnell einen Salto, wenn ich mich falsch irgendwie aufkomme so mäßig, dann. Wenn es einen Sprachfehler gibt oder irgendeine Textzeile vergessen wird, dann wird dann wird halt irgendwas anderes halt reinkommen. Ein Freestyle oder irgendwas, ein anderes Wort, was das ersetzt und dann fällt das gar nicht mehr auf. So. Aber wir brechen aber nicht die Show ab. Wir brechen die Show, also wir haben bis jetzt noch nie die Show abgebrochen. Wir haben natürlich schon Patzer gehabt und so, aber wir haben noch nie eine Show abgebrochen. Wir haben bis jetzt immer durchgezogen. Und wenn irgendwas kam, dann habe ich die Haarschnittmaschine ausgepackt, habe ich mir fern die Haare geschnitten. Ich bin einfach durchgedreht, weißt du, was ich meine? Wir haben kein Dings gemacht. Es gab keinen so Moment, wo man gesagt hat, ja, jetzt. Was war der schlimmste Bühnenmoment, den du je hattest? Bühnenmoment, das Schlimmste? Ja. Wo du echt sagst, okay, das war so ein Tag oder eine Stunde, die ich einfach nur gestrichen hätte gerne. Vielleicht bei irgendeinem Konzert, ich weiß nicht mehr wo, aber irgendwo gab es mal Dings, einen Auftritt, da war die Qualität vom Mic scheiße. Ja. Und so diese ganzen Equipment-Sachen, die waren kacke. Und das war vielleicht das Einzige so. Aber sonst bis jetzt, sag ich dir ehrlich, ich habe noch nie Minus-Sachen auf Live-Auftritten erlebt. Bis jetzt noch gar nicht. Knock on wood. Die sind auch beeflos. Also wir haben kein Beef. Wir sind wirklich Dings. Einmalig, Mann. So muss es sein. Ja. Wir hören jetzt mal einen ersten Track von deiner neuen Platte. Ich würde sagen, wir starten mit dem Track Nummer 1 mit Oleg Sesh. Oleg Sesh, würde ich auch sagen. Und dann sprechen wir weiter mit Oleg Sesh, der heute bei uns im Interview ist, in der Dusting-Sprechstunde. Yes. Ich hab gestern noch von Ruhm geträumt, jetzt ist die Oleg Sesh. Alles war immer gefälscht, doch jetzt ist die Oleg Sesh. Kein Geld für Burger King, jetzt ist die Oleg Sesh. Oleg Sesh ist da. Oleg Sesh ist der Track, den wir gerade eben gehört haben. Wir haben es gerade schon gesagt, so live bisher noch nichts passiert bei dir. Du bist jetzt auch zum besten Live-Act national gewählt worden, hast den HipHop.de Award bekommen. Herzlichen Glückwunsch dafür. Vielen, vielen Dank, auf jeden Fall, ja. Große Ehre auf jeden Fall, ne? Auf jeden Fall halt, ja. Das wäre jetzt, Sabaschal war ja lange auf der Einzimmer, haben die mir erzählt gehabt. Und es ist auf jeden Fall eine Riesenehre mir, also diesen Pokal, diese Dings Award anzunehmen und Hammer, ja. Wächst da jetzt der Druck auch ein bisschen damit, dass du sagst, okay, jetzt darf aber auch wirklich gar nichts mehr schief gehen? Ich bin so, wie ich bin und deswegen habe ich diesen Award bekommen und ich, also mit diesem Weiterbleiben, so wie ich bin, so, ich mache mir keine Sorgen. Also immer brutal auf der Bühne und ganz andere Menschen, das ändert sich dann einfach. Und auf Platte auch und vor allem, du bist auch so ein krasses Schreibtier, der irgendwie so 100.000 Sachen immer rausbringt und ich habe das irgendwie so gar nicht richtig geblickt, weil ich bin so nicht mehr der sich so, leider Gottes nicht mehr der sich viel CDs kauft und Vinyl und sonst was, sondern mittlerweile echt sehr viel digital und dein eigentliches Album, also kann man so sagen, dein eigentliches Album, Rolex Sash, das habe ich natürlich hoch und runter gehört, ist ja klar. Aber dann gibt es noch irgendwie ein zweites Album dazu. Genau, zweites Album, Radioaktiv ist das. Ja. Radioaktiv ist das Album so fürs Radio, fürs Fernseher, für den Club, so Sachen. Deswegen heißt es Radioaktiv, weil es soll im Radio aktiv sein dann. Und das ist ja auch nebenbei dieses Dings, Radioaktiv-Ding. Wegen bei uns damals im Land ja Tschernobyl, diese Dings-Explosion gewesen, Radioaktiv. Und deswegen Radioaktiv, Radioactive und so alles in einem geiler Name. Und auf jeden Fall ist es so ein Radioalbum. Das heißt, da sind dann auch mehr so die Songs drauf, die mal irgendwie tagsüber auch laufen. Während das andere mehr so ein bisschen Straßenalbum ist. Zum Beispiel wie Magisch. So ja, genau. Magisch, Aladdin mit Agi und noch Moonrocks und Bambino. Da sind krasse Sachen drauf. Übelst krasse Sachen. Magisch kennen wir schon, haben wir ja auch schon ein paar Mal gespielt. Das ist wirklich so eine richtige Radionummer, kann man schon so sagen. Auf jeden Fall Pop. Ja, schon, Pop. Zählt schon zur Gattung Pop, ja. Ja. Hast du da auch irgendwie negative Resonanz bekommen von so ein paar Fans, die gesagt haben, oh, okay? Nee, gar nicht. Ja. Vielleicht mal einer von 1 Million. Okay. Ey, das gefällt mir nicht.
aber dann bockt es mich ja nicht, weil ich habe ja dann am nächsten Woche dann wieder BWA rausgehauen und gleich mal Kontra gesetzt nochmal. Ja, genau, ja. Das ist einfach nur so, weißt du, ich kann ja alles so, ich kann ganz viele Richtungen. Ja. Und genauso wie Purple Haze damals oder nächste halt Top 10. Und es gibt so Sachen von mir, so Songs, die schon so hart in die Richtung, nur jetzt ist es gerade in, so Sachen zu machen und die kommen jetzt voll durch. Deswegen habe ich noch einen draufgesetzt und einfach dann das nochmal so gezeigt. Das ist easy auf jeden Fall. Wir hören jetzt mal Aladdin, das ist auch eine Nummer von dieser zweiten Platte von auf Radioaktiv. Feed Aji, das ist Aji Dandara, mein Bruder aus Darmstadt. Und der bringt auch bald ein Tape raus und der ist auf meinem Album vertreten auf Rolex Sesh. Und der Song heißt Aladdin, den haben wir in Barcelona geschrieben. Ist ein Hammer-Song auf jeden Fall. Ist schon sommermäßig auf jeden Fall. Hören wir uns jetzt an. Ja. Aladdin gibt's von Oleg Sesh. Yes. Denn ich bretter durch die Favela, jeden Tag erfahrt schneller, morgen dann im Marbella, gib mir nur einen Tag, aber so wie da, da kannst du nicht sein, Chaba bin der Blickfang, Papa Chicks fangen an zusammen. Die Dusting-Sprechstunde im Radio, Oleg Sesh ist bei uns im Interview, zwei Alben parallel jetzt irgendwie am Start, Oleg Sesh und Radioaktiv. Wir haben jetzt vorhin noch Aladdin gehört von eben dieser zweiten Platte von Radioaktiv. Oleg Sesh ist das Album, was ich mir wirklich viel angehört habe und wo ich echt sag, ist aber auch nochmal so ein bisschen Unterschied zu Macadam irgendwie. Ja, das also, ist was ganz anderes. Ja, Macadam ist das, eher so Dokumentation, so Überleben. So, und so ein Dokumentationsalbum ist das mehr so. Und da geht es ein bisschen mehr jetzt auch um Musik, ist ein bisschen... Das ist musikalisch jetzt, das so, das ist nach den Namen, für den Namen Rolex Sesh und passend und alles, da keine Traurigkeit, einfach nur geile Sachen, geile Hooks, geile Parts, es ist modern. So, weißt du, mit der Zeit jetzt genau auf derselben Welle. Gut, aber Macadam war ja auch mega erfolgreich. Also ja, auf jeden Fall. Du warst auf zwei Charts irgendwie. Ja. Ist jetzt die neue Ansage, jetzt wollen wir aber eins gehen, oder? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, ich weil Universal dich sonst mit Beton im Main versenkt, oder? Nein. Ja, ich muss auf jeden Fall, ich muss die eins jetzt holen, sonst gibt's dicke Strafe. Ja, absolut nachvollziehbar. Also. Nein, also ich hoffe, dass auf die eins gehen wird, auf jeden Fall. Und ja, also das wäre auf jeden Fall die nächste Steigerung, die ich mir sehr wünsche auf jeden Fall. Dann habe ich wirklich das erreicht, was ich wollte, weil erstmal war es die 7, die 5, die 5. Aber Doppel-5 war ja auch nur, weil ich eine harte Woche rausgebracht habe und ein halbes Jahr später nach Macadam kam der Straßencocktail. Ja. Deswegen, ja. Muss jetzt die 1 her. Was für eine Uhr trägst du gerade? Rolex Day-Date 1988. Das ist aber jetzt, glaube ich, echt ein Problem, dass die Leute dich jetzt darauf festnageln. Du musst jetzt echt immer Rolex tragen, oder? Irgendwie. Ach, war es manchmal auch nicht, Mann. Nur so, es gibt natürlich ein paar Leute, die dann immer fragen, aber... So wie ich jetzt halt. Oder du sagst so, scheiße. Ja, kurze Antwort, Chuck. Ja, so's. Punkt, fertig. wir hören jetzt mal Track Nummer 6 an. Trap. Brat heißt ja, die Nummer. Ja, Mann. Witziges Intro auch am Anfang, wie es ja, losgeht. Ja, so, das geht auf jeden Fall los mit Tupac, Amaro Shakur. Mieses Ding, auf jeden Fall. Sprechen wir gleich drüber. Lass uns erstmal reinhören, Mann. Und dann... Check das ab. Trap Brat, Rolex Sesh. Eieiei. Trap Brat, Trap Brat. OS, O, Davi, Balavine, passend dazu habe ich mir extra das T-Shirt heute angezogen. Man kann uns ja hier auch bei YouTube mit anschauen, ja, nicht nur bei das to Ding in der Sprechstunde anhören, sondern auch bei YouTube im Das Ding-Channel das Ganze anschauen. Gerade eben eine Nummer gehört mit einem Tupac-Sample. Ne? Genau. Mail Harry war es. Hail Mary. Mail Harry, ist auch geil. Hail Mary war es. Wie kamst du zu der Idee? Also vor allem das Ganze ein dann noch in so einem... Ja. Das ist ein Beatmaker, ein Ami, Countdown Beats, ist mein Bratan, seit Soundclick ist mein Bruder geworden und wir sind jetzt auch gut in Kontakt und der hat mir auch geschrieben, hey G, what's up, brutal gemacht, also den Song gekillt und er würde gerne mehr schicken und ich mache jetzt auch mehr mit ihm für meine nächste Platte, Authentic Athletic 2, die kommt ja auch noch dieses Jahr, mein erstes Mixtape ja damals, Authentic Athletic und Authentic Athletic 2 kommt jetzt dann Ende des Jahres. Ja, Mann. Das wird nicht. Normalerweise bist du ja nicht so der jetzt so mit einem Producer irgendwie viel zusammenarbeitet. Nein, also immer durcheinander. Ich habe hier gerade die Trackliste vor mir. Das sind irgendwie wie viele verschiedene Produzenten bei 16 Tracks? 16 oder so? Ja, das ist so wie, keine Ahnung, überall mal essen so gehen. Weißt du, es gibt ja überall leckere Sachen und Beats sind genauso. Und der eine macht gute, der andere macht auch gute. Und dann kann ich manchmal schwer sagen, so, ey, ich mache jetzt nur mit dem. Ja. Keine Ahnung. Aber wenn ich irgendwo essen gehe, wo ich gerne essen gehe, habe ich echt das Problem, dass ich immer selber esse. Kennst du das? Ja, ist doch auch so. Dann ist der Beat auch immer gleich. Dieselben Drums, dieselben Snares. Deswegen ist es Zeit dann für neue Sachen, modernere Sachen. Und dann habe ich zum Beispiel Shutdown Beats aus Berlin gefunden. Baba-Baba-Typ. Also der hat auch zum Beispiel Ideal der Shit gemacht. Chaba macht Para. Diese zwei neuen modernen Dinger merkst du voll, dass so
ich habe das schon mal gemacht, Purple Haze mäßig, aber jetzt ist das ein bisschen ausgereifter. Jetzt gibt es davon so 2, 3 Songs, 4 Songs und zum Beispiel Policeman ist auch jetzt nicht von dem, aber es ist auch modern und das geht alles so in diese Richtung. So. Welche Nummer davon sollen wir jetzt spielen? Okay, wir haben alle Dinge gehabt. Spielen wir Policeman. Track Nummer 14 ist das. Yes. Von Rolex Sash, ihr hört die Das Ding Sprechstunde. Mein Name ist Sandy, Rolex Sash bei uns im Interview. Mr. Policeman. Alex Sash ist immer noch bei uns am Start. Album ist draußen seit Freitag jetzt. Ja, Mann. Also jetzt knapp eine Woche. Schauen wir mal, wo die Reise hingeht mit der Platte. Auf jeden Fall. Aber du bist so, wie du klingst, echt 100% zufrieden mit dem Album. Oder ist da irgendwie... Nein, gar nicht. Ich bin so zufrieden. Ich bin voll gelassen, als wäre ich gerade von der Sauna rausgelaufen. Also ich fühle mich richtig wohl, sag dir ehrlich. Und top zufrieden mit dem Album. Hatte auch ein Jahr Zeit gehabt, um das Album zu schreiben. Und ich bin sehr, 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 sehr zufrieden mit dem Ding. Weil das ist ja immer so die Frage, wenn man wirklich jemand hat, der so viel Tracks die ganze Zeit macht und so viel schreibt und so viel und auch so picky ist, was die Beats angeht. Ich glaube, wenn ich Beatmaker wäre, irgendwie, ich glaube, du wärst nicht unbedingt der Kunde, den ich gerne hätte, weil ich glaube, du bist so einer, der echt sehr anspruchsvoll und das. Ja, ich will da schon genaue Sachen haben auf jeden Fall. Ich save auch gerne mal 100 Beats und nehme davon nur ein. Das sind alle mal sauer. Das ist natürlich die Freude eines jeden Beatmakers. Über ein Jahr verteilt hättest du 1000 mal rumschicken können. Aber ja, ist halt so manchmal. Am Endeffekt zählt ja dann die Musik, dein Album. Du bringst es raus und du musst dann halt wissen, ob du es haben willst oder nicht. Aber ja, ich meine, ist jetzt nicht die Welt. Wir haben noch Track Nummer 15 nicht gehört, was wir auf jeden Fall aber noch nachholen sollten. Schüsse aus dem Benz zusammen mit Bones MC. Ja. Wie war die Zusammenarbeit mit Bones? Also Bones, cool. Ich habe ihn von seiner Art her zweimal kennengelernt irgendwie. Also einmal so als den entspannten Typ, wenn du mit ihm normal redest, wenn er irgendwie alleine ist, vor allem habe ich so irgendwie das Gefühl. Mhm. Und sobald er so irgendwie in seinem 187 Umfeld ist, wird er ja zum Vollassi irgendwie so gerne mal. Ne? Also keine Ahnung, also auf jeden Fall, also zu mir war er immer korrekt. Und wir haben gute Zeit verbracht in Hamburg und der Track ist auch gut entstanden. Also ich bin eigentlich top zufrieden mit dem. So. Eigentlich ist er ein cooler Typ. So, ja. Aber da habe ich mich jetzt auch schon wieder gefragt, weil er ist auch so ein unfassbares Musikwissen. Also das ist den kannst du ja irgendwie, was weiß ich, irgendeine Nummer von 1970 sagen und der kann dir ganz genau sagen, wer die produziert hat oder sonst irgendwas. Cool, ja. Und, und auch voll fokussiert, wenn es um Musik geht und so. Mhm. Du dann auch? Ist das nicht dann manchmal so ein bisschen? Nein, bei mir ist nicht so, wenn es 1970 ist, mir zu weit. Ich bin erst 88 geboren. Aber ich glaube, er ist auch nicht arg viel älter. Keine Ahnung, aber auf jeden Fall, also ich kenne mich auch gut mit Musik aus, aber ja, Mann, also es gibt viele so Heads, Hip-Hop-Heads, die dann Bescheid wissen schon so. Was aber abgeht. War jetzt nicht irgendwie anstrengend so, dass ihr euch da so irgendwie vor lauter Nein. Professionalität, die da nee, zusammengestoßen habt? Also ich habe den Song fertig gehabt, bei mir ist es immer so, ich arbeite immer allein und dann schicke ich alles ab. Ach okay, und dann kommen die Features erst danach irgendwie drauf. Ich habe jetzt sehr selten mit jemandem zusammen im Studio gearbeitet oder so, alles alleine gemacht. Aufgenommen, vorbereitet und dann abgeschickt und dann entschieden, wer wo drauf kommt, wer wurde wie passend zu meinem Song. Ja. So, und dann ist UFO noch drauf gekommen auf Fake Love, Bones noch auf Schüsse aus den Bands. Ja, dann haben wir das Ding gehabt und dann war es rund so. Und ich arbeite viel nur mit Gehör so. Also gar nicht jetzt, ich muss jetzt nicht irgendwo sitzen, jetzt stundenlang und dann Sachen aufbauen und so. Ich krieg das auch so schon hin. Wir hören uns jetzt Track Nummer 15 an, Schüsse aus den Bands von Rolex Sash, dem Album von Oleg Sash. Ich hör Schüsse aus dem Benz, Schüsse aus dem Benz, Schüsse aus dem Benz, Schüsse aus dem Benz. Bin ich durch und lass nach mit mir, schrei mit mir laut drauf. Die Das Ding Sprechstunde ist die Show. Oleg Sash ist unser heutiger Gast. Also, wir haben jetzt erfahren, erst ist der Track einigermaßen fertig, dann kommt der Feature-Gast mit drauf. Genau. Ja? Ja. Wie ist es zuerst der Text oder pickst du dir zuerst den Beat? Zuerst der Beat. Der Beat erzählt mir die Geschichte dann. Okay. Und dann schreibe ich darauf. Okay, also immer so. Erst Beat, dann Text, dann Feature. Dann fertig, Mastering und dann fertig. Ja. Und dann ist aber noch nicht klar, ob der Track aufs Album wirklich kommt oder ob du sagst... Nein, also bevor er gemastert wird, wird auf jeden Fall erstmal entschieden, was wo drauf kommt. Ja. Und das hängt dann wovon ab irgendwie, ob du da gerade Bock drauf hast oder... Der Track muss einfach ballern. Ja. Der muss halt wirklich so potenziell ballern, sodass du den oft im Auto abspielen willst. So zum Beispiel, es gibt ja Sachen, die du oft hören willst und noch Wünsche hast, so. Wenn das die öfteren Wünsche sind, dann sind das die richtigen Sachen so. Genauso ist es mit der Musik dann auch. Kannst du deine eigene Musik im Auto hören? Ja, auf jeden Fall. Ich mache das sehr oft gerne nur. Wir machen das nur. Wir hören meistens Ami-Rap, französisch viel und nur unsere eigenen Sachen und Beats. Du selber hast ja keinen Führerschein, glaube ich. Ne? Nein, noch nicht, nein. Aber du bist 30 geworden, habe ich jetzt rausgefunden. Ich habe keinen Führerschein. Vor einer Woche, ne? Ja, Mann. Ja. Wie fühlt man sich da? Ist das jetzt was anderes? Ich fühle mich wie 19.
Das ist gut. Keine Ahnung, ich bin voll jung. Ich kann das gar nicht so noch so akzeptieren, so diese Zahl 30. 30 für mich wie ein Mann mit zwei Kindern, Frau, Hund und Haus. Das ist auch irgendwie so das. Ich habe mir das echt so überlegt, früher, wenn man irgendwie so auf dem Fußballplatz war oder so, und dann kamen so die Älteren, weißt du, und die Älteren waren so irgendwie so, einfach, wow, krass, Mann, die sind jetzt schon über 20, was wollen sie hier überhaupt, die alten Leute? So. Mann. Und dann kommen irgendwie so die 30-Jährigen und... Ja, deswegen, wir treten auf, weißt du, haben Spaß auf der Bühne, trinken, smoken, und da kann man einfach nicht alt werden. Also, ist schwer in so ein Dings reinzugehen, so, weißt du? Da muss man damit komplett aufhören, um, glaube ich, diese Zahl zu leben. So. Was hören wir uns jetzt an? Geld spielt keine Rolex, finde ich auch eine coole Nummer. Geld spielt keine Rolex, ist gut, deswegen Geld spielt keine Rolle. So sieht's aus, aber in diesem Fall keine Rolex. Und Feed Nemo, gebt euch bös. Hören wir uns jetzt an. Mhm. Olex Sash ist bei uns am Start. Blattern, Geld spielt keine Rolex, Rolex, Rolex. Jeder Fuhr wie löst dein Problem, Problem, Problem. Geld spielt keine Rolex, haben wir gerade eben gehört, von Olex Sash zusammen mit Nemo. Yes. Labeltechnisch ist es so, du bist schon noch irgendwie 385 Ideal. Ja, ist noch Ideal. Aber Ideal. Universal ist jetzt euer... Ist ein Major, genau. Genau. Ist ein Major gegangen mit dem Label. Das muss man vielleicht mal so ein bisschen erklären, für die, die sich nicht ganz so auskennen. Es gibt so die kleinen, sogenannten Independent Labels. Also das sind eigentlich, wie es der Name sagt, die dürfen halt machen, was sie wollen irgendwie. Genau, aber halt auch auf eigene Rechnung. Und wenn es halt scheiße läuft, läuft scheiße. Aber wenn es gut läuft, läuft sehr gut. Ja. Und wenn es mega gut läuft, kommt ein Major Label, also ein großes Label. Und dann nimmt es euch mäßig so. Genau. Und dann seid ihr halb so. Und dann ist es so. Hat sich da jetzt irgendwas verändert, was so deine künstlerische Freiheit angeht, dass da jetzt auf einmal halt doch irgendwelche... Mm-mm. Außer wenn ich jetzt einen Song wie Magisch schreibe, darf ich halt keine Schimpfwörter machen. Aber das ist ja normal, weil du willst ja damit irgendwo hin. Ja. Eine gewisse Radio zum Beispiel. Ich bin ins Radio, dann kann ich sowas nicht machen. Da muss ich halt ein paar Schimpfwörter rausnehmen und die dann anders ein bisschen umsetzen. Statt Arsch sage ich Kurven. Oder irgendwas, weißt du, ich meine, man muss halt immer ein bisschen dann... schauen, wie man das ändert, damit das im Radio gespielt wird. Und aber im, so im Großen und Ganzen gibt es da keine Einflüsse. So. Vielleicht nur Tipps und mehr Para und so, aber sonst ist es eigentlich locker so. Hat es dann irgendwie unterm Strich sogar noch einfacher gemacht für dich irgendwie? Ja, noch besser alles. Viel, viel besser. Also alles ist cool, so wirklich. Wir haben einen super Manager, der kümmert sich um uns, das Sinn, und was Besseres gibt es wirklich gar nicht. Was denkst du, wo geht bei dir so die Reise weiter? Was sind so deine, gibt es überhaupt noch Ziele irgendwie, wo du sagst, oder sagst du, hey, das Level, was ich jetzt gerade erreicht habe, ist cool und alles gut, wenn es so bleibt? Ja, auf jeden Fall. Ich will immer so bleiben, so am besten, wie es ist so. Und ein eigenes Label irgendwann mal natürlich vielleicht, aber das ist halt auch mehr, ist halt auch viel Stress, ne? Noch nicht mal das richtig. Ich will eigentlich da bleiben, wo ich bin, jetzt erstmal so 385 für die alles, der Shit. Und wir haben den besten Manager, also da, das ist schon wie, keine Ahnung, das ist schon mein Label und das ist alles schon alles in einem eigentlich, weil um uns wird gut sich gekümmert und gut unterstützt und wir kriegen echt alles so, was wir wollen, was wir uns wünschen. Wenn ich ein Auto will, das explodiert werden soll im Video, dann bringen die das auch. Also wirklich alles, es gibt nichts, wovon so jemand da zurückschreckt oder so, und ich bin total glücklich dort. Also ja, ich will immer auf der Eins bleiben auf jeden Fall. Also jetzt wenn die Eins kommt, was soll ich dann noch mehr, vielleicht die Null. Ja, die Null. Eins mit Sternchen. Ja, so eins plus mit Smile. Wie bei euch das Ding, ne? Das Smile auf jeden Fall. Aber was wollte ich sagen? Einfach auf der Eins halten. Am besten immer, wenn ich ein Album rausbringe, soll es immer auf der Eins landen. Das ist auf jeden Fall mein Wunsch für meine Zukunft, weil ich möchte nicht mehr runter oder so, nach hinten. Deswegen, es muss hart gehustelt werden, harte Songs müssen her, um mit Stars mitzuhalten aus Amerika, aus Deutschland, und die werden alle auf jeden Fall gesickt. Da gebe ich mein Wort drauf und mein Talent wird alles auf jeden Fall beweisen. So. Live-Talent können wir uns auch im Mai, glaube ich, geht's bei dir los. Im Mai auf jeden Fall. Wir sind ja auch hier in der Nähe bei euch irgendwo. Stuttgart sind wir im Witzemann-Areal und alle anderen Dates gibt's bei uns auf der Seite auf dasding.de und auf deiner Seite sicherlich auch. Genau, Tickets überall auf eventim.de. Alles abchecken für jede Stadt, die ihr haben wollt. Schaut einfach rein, schaut wann, welcher Datum in eurer Stadt, also wann wir dann da sind, zu welchem Datum, und bestellt die Tickets vor, nehmt eure Freunde mit, eure Brüder, eure Schwestern und kommt vorbei. Wo wir mit Thema, ich glaube, du hast deinen Bruder, hattest du dabei, ne, beim Frauenfeld, oder? Oder war das dein kleiner Cousin oder was? Irgendwie? Der Ivan, ja, der Ivan war mit mir, genau, der Ivan, der Kleine, ja. Genau. Im Interview dann auch mit. Ja, genau, der war, Scheiße, war doch ganz stolz irgendwie. Wie sieht's bei dem eigentlich aus? Hat der nicht irgendwie, ich glaube, du hattest doch so mit ihm vor, dass er mal irgendwie noch der zweite Olex Sash wird, oder? Ja, der macht so ein bisschen Musik und so. Ja. Aber das ist jetzt erstmal so, für ihn ist es erstmal wichtiger, so sein Fachabi und so. Ja. Dass er das erstmal macht.
Und danach kann man ja weiterreden. So. Hast du früher genauso gedacht irgendwie? Also weil du gibst ihm jetzt den Tipp, hey, erstmal so schwule Zähne machen und so. Ich war ja Einzelkind, ich hatte keinen älteren Bruder, ich bin der Älteste, ich hatte nur Mutter. Und du weißt, auf Mutter hört man nicht immer so. Aber hört man auf einen älteren Bruder? Ja, auf jeden Fall. Der jetzt Name hat, der ihm alles bezahlt hat, seinen Führerschein und alles gegeben hat. Ich hatte es ja nicht so, ich hatte es schwieriger gehabt, ich habe gar nichts so. Ich habe wirklich alles wirklich bekommen, was ich wollte von meiner Mutter so. Jetzt nicht die überteuersten Sachen, aber immer so Kleinigkeiten, die ich immer haben wollte, die man holen konnte, die habe ich so bekommen so. Aber jetzt zum Beispiel ist es krasser für Ivan, weil für Ivan kann ich jetzt alles holen. Führerschein, Auto, Mutter kriegt Auto, das, Klamotten, Adidas, Sponsor, ich helfe wirklich, wo ich kann so. Aber man muss auch am Boden ein bisschen bleiben und chillen, weißt du? Ja. Und deswegen, aber der macht das schon ganz gut. Der schafft es. So einen Eindruck hat er auch gemacht. Ja, auf jeden Fall. Er ist auf jeden Fall, es steht ist immer schlau, noch, ja, wenn mal was rauskommt von ihm, ist er auf jeden Fall hier auch eingeladen. Ach so, ja, auf jeden Fall, gerne. Okay, ist, so. Ist ein Angebot. Ja, das Angebot steht, ihm. Auf jeden Fall. Wenn er einen Song hat oder so, kann er vorbeikommen. Ja. Kann live spielen. Ja, normal. Okay, der wird aber auch gut. Ja. Das spreche ich dir, der wird nicht schlecht, sein, der Song. Das ist gut. Und bis dahin hast du deinen Führerschein und du kannst ihn dann hierher fahren. Ich verspreche noch, okay, ich muss auf jeden Fall. Siehst du? Ich habe keine Ausrede, ich muss, bis zum Sommer brauche ich auf jeden Fall eine fette Karre, ja. Definitiv. Auf jeden Fall. Oleg Sesh, ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg. Dankeschön. Dass es so weiterläuft, dass es mit der 1 auf jeden Fall klappt mit dem Album. Fall. Danke, danke. Und du bist definitiv auch bei deiner nächsten Platte wieder auch bei uns eingeladen. Das heißt, wir sehen uns sicherlich ganz bald wieder, so wie ich dich kenne, weil ja immer viel rauskommt. Auf jeden Fall, Mann. Dankeschön. Und ich freue mich auf jeden Fall, hier gewesen zu sein. Dankeschön. Oleg Sesh ist draußen. Holt euch meine Platte, bestellt euch Tickets für die Tour. Und wie gesagt, bis zum nächsten Mal. Wesh, Oleg Sesh. Ai, ai, ai.